Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich habe mir jetzt eine neue Mission ausgewählt. Und zwar ist es ein Hexerauftrag, tödliche Wonnen. Ist, glaube ich, für Level 15. Ja, doch, Level 15. Und den würde ich jetzt gerne mit euch angehen. Hallo? Ich drücke. Jetzt geht's los. Ja. Super, ich freue mich. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. So, probieren wir mal wieder unser Glück. Du kennst den Wert deiner Dienste und ich kenne die Grenzen unserer Möglichkeiten. Wir sind nicht reich, wir sind Stadtgardisten. Ja. Okay, sehr, sehr hoch natürlich angesetzt. Ich gehe mal direkt 25 runter. Schon besser, aber immer noch zu viel. Auch zu viel. Nochmal 260. Ja, alles klar. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Ja, dann ist ja gut. Ja, deine Achseln stinken erbärmlich. Alles klar, Junge. Danke für die Info. Ja, ich bin immer gespannt, ob dann später bei so Level 25 Hexaufträgen, dass es da vielleicht mal 3, 4, 500 vielleicht mal gibt. Weil irgendwie hat sich das so im Vergleich zu den Anfangsmissionen jetzt nicht wirklich krass gesteigert, oder? Der Gewinn, der Erlös, die Belohnung. Mr. Muskelmann. Respekt, Mann. Bin ich kaputt. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Ja, bin ich mal gespannt, was das wohl heißt. Vielleicht war es vertrocknet, ausgetrocknet. Vielleicht war es Cell, Alter. Cell aus Dragon Ball. Einmal so die komplette Flüssigkeit aus dem Körper ausgesaugt, dass nur noch die leere Hülle übrig bleibt. Gehört das vielleicht dazu? Wow! Was? Leute, helft mir! Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Was zur Hölle ist denn jetzt passiert? Hätte ich ihn retten können? Meine Mama hasst das Wäschewaschen.
Ist das das, was die vielen Herren... Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Genagelte Stiefel der Wachen. Unwichtig. Warum sagt mein Papa dann, die Passiflora ist die beste, weil es dort die schmutzigsten Huren gibt? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. What? Okay. Ich habe jetzt an diese Mischung aus Mensch und Pferd gedacht, aber die sind ja auch auf allen Vieren, trotz allem nur der Oberkörper ist menschlich. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Aha. Hey, Yaki, du bist der Älteste. Also sag uns, was machen Huren eigentlich genau? Tja, mein Papa hat mir erzählt, dass sie Dinge tun, die Mama nicht tun würde. Das ist wohl wahr. Das Wäschewaschen. Ist das das, was die vielen Herren in der Passiflora... Das glaubt mir meine Frau nie im Leben. Ach du Kacke, wo führt uns das jetzt schon wieder hin? Durch die komplette City? Hier wird nicht rumgehangen. Das ist es. Das ist nicht normal. Wo bin ich? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Himmel ist. Succubus. Ist ein Succubus. Warte mal, ein Succubus hatten wir doch schon mal. Da habe ich doch auch schon das gesagt mit Devil May Cry und so weiter. Ein Succubus hatten wir doch schon. Wo war denn das denn, ne? Succubin. Das ist so eine Art schwarze Witwe oder was? Schon wieder? Ach du liebe Zeit, bin ich fertig. Anders als andere Monster haben Succubun und Menaden nicht das Bedürfnis, Menschen zu töten. Sie trinken kein Menschenblut und wollen normalerweise nichts Böses. Sie treibt nur eine Sache an, unersättliche Lust. Sie versuchen, dieses Verlangen zu stillen, indem sie mit anderen humanoiden Völkern sexuelle Beziehungen eingehen. Allerdings muss man ihnen zugutehalten, dass ihre Opfer selten großen Widerstand leisten, was jedoch nicht heißen soll, dass Succubun und Menaden keinerlei Gefahr darstellen. Ihre nicht enden wollenden Annäherungsversuche, die zuerst als Vergnügen empfunden werden, haben schon manchen Mann in den Wahnsinn oder gar den Tod getrieben. Das soll ein Kobold sein? Sag mal, was wollte ich jetzt sagen? Shit. Wo ich hier Kobold lese. Was ist eigentlich mit diesem kleinen Vieh? Das würde mich auch interessieren. Was ist eigentlich mit diesem kleinen Vieh aus dem Anwesen vom blutigen Baron geworden? Wo der eine, sein erster Hauptmann, sag ich mal, mit diesem kleinen koboldartigen Vieh da plötzlich reingeplatzt ist. Was ist damit? Kann man das eigentlich noch nachgehen, der Mission oder so? Das fällt mir gerade mal ein, ja. Vera, fantastische Vorstellung. Du bist ein toller Verkleidungskünstler. Wie komme ich denn da rein, Simmer? Hey, Süßer, gefalle ich dir? Mutant. Ich freue mich vom Zweifel, vom Zorn, von der Angst. Finde einen Weg in das Haus.
Aber wie? Warum kann ich nicht darauf, ey? Warum geht es nicht? Ich schätze mal, wenn das nicht geht, müssen wir da auch nicht hoch. Na komm, geh doch durch jetzt. Was genau hat das jetzt gebracht? Ach, hätte ich die Tür einprügeln können? Auch hier mit den Zaubern, das habe ich gar nicht geprüft. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, was... Vielleicht ist ja auch das hier das richtige Haus, ich weiß es nicht. Für die Armen. Was macht der denn hier? Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sicher irgendeine Bestie. Gib uns einen Koffer. Hör auf, uns anständigen Leuten Angst zu machen. Beruhig dich, beruhig dich. Ja. Hier lockt sie also die unschuldigen Männer in ihre Falle, oder wie? Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Ach Leute, wenn ich die wieder verschone, kriege ich wieder meine Belohnung nicht, oder? Aber komm. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Okay. Das wäre dann auch gelöst. Mensch, ey, ich will mal wieder eine richtig fette Bestie erlegen, ey. Ich will eine richtig krasse Hexeaufgabe mal wieder haben und nicht hier irgendwas, was ich mit Reden löse. So langweilig. Das ist so boring, man. Oh mein Gott, es geht schon wieder erstmal nicht. Und wir warten erstmal. Ja, jetzt. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Ey, das hab ich ja trotzdem von ihr bekommen. Ich dachte, das müssten wir wieder abgeben. Wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist das denn bitte? Was ist das hier? 5% Bonusgold.
5% Bonusgold. Ja. Helles Schwert. Zwei Prozent Bonuserfahrung bei Monstern. Und wir sind mal wieder ein Level aufgestiegen. Das hat ja auch echt 5 Jahre gedauert, gefühlt. Dann machen wir das hier auch noch voll. Okay. Gehe ich mal ganz kurz zu dem Schmied hier links um die Ecke. Oder? Wo ist der Schmied jetzt? What the fuck? Kurz Pause. So, da ist er wieder. Denn das Schwert lasse ich auf jeden Fall was zerteilen, dass ich die Sache da wieder bekomme. Zeig mal was. So, kurz die Sachen reparieren. Schon wieder 8000 Gold, ey. Bist da. Big in Business sind wir. Big in Business, ey. Okay. So, jetzt gucken wir mal kurz, was wir da reinknallen. Chance auf Verbrennen. Ein fettes Feuerschwert. Quasi. Ich glaube, bei 15% Chance auf Verbrennen könnte man das schon nur ein kleines Feuerschwert nennen. Mann, ich bin auch froh, dass wir endlich eine neue Rüstung haben. Ja. Das war noch nicht das Endgültige, was ich mir so vorstelle, optisch und natürlich auch von den Werten her. Aber es ist schon mal ein Fortschritt. So. Familienklinge. Hier hätten wir auch noch was. Haben wir noch einen Hexerauftrag, der vielleicht irgendwie Level 15, 16 ist? Level 16. Dann die Familienklinge. So, wo ist das jetzt? Ein Skellige. Oh shit. Das heißt, man muss sich wieder das Gebrabbel anhören gleich. Gehen wir von hier aus dahin. Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindarsfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Das könnte bedeuten, dass, ja... Hören wir jetzt auch zum ersten Mal, ja. Ist mir komplett neu. Es ist so krass. Hier kommen wir auf jeden Fall automatisch vorbei, oder? Ja, schätzen wir schon. Komm her, Plötze.
Los, los! Oh, verlassene Stadt. Ah, cool. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Okay, dann befreien wir die Stadt mal eben. Seid ihr krass? Nö, seid ihr nicht. Zack, das neue Schwert mal ausprobieren. Yes! Brenn, du Sau! Zack! 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 Bin ich nicht ein toller, geiler Typ hier? Aber so das Dorf befreit. Ich bin der Geilste. So. Nur durch mich können die kleinen Kiddies hier wieder schon hungern. Sie brauchen ziemlich lange. Haben Sie sich vielleicht verlaufen? Sie transportieren seit 20 Jahren Holz auf dieser Straße. Und du denkst, sie hätten sich verlaufen? Wurden sie vielleicht von Dryaden entführt? Großvater hat erzählt, dass im Wald früher welche waren. Oh, ich hätte nichts dagegen, von einer Dryade entführt zu werden. Du bist ein Dummkopf. Weißt du, was sie mit Männern wie uns machen? Sie schlitzen uns auf und hängen unsere Eingeweide als Warnung für andere. Was bringt dich? Ich würde mir gerne... Der hat nur Waren. Oh, was hat der denn hier alles? Sag mal. Muss er kurz immer abchecken bei den Händlern, ob die Gewinn spielen. What? Komm, wir haben so viel, ich kaufe mir das dann einfach. Jetzt nicht alles kaufen. Ja, wie gesagt, es muss einfach sein, dass ich kurz checke, ob die Händler irgendwie Gewinn spielen. Auch wenn ich das verkackt habe schon mit dem Duell, mit dem Turnier auf dem Anwesen. Das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach erklärt. Also wenn ihr das noch spielt und das die Quest abschließen wollt, du was kaufen? Dann seid auf jeden Fall dort vorbereitet. Moment. Es haben ja auch Leute zigfach in die Kommentare geschrieben, das hat ja auch echt ewig mal gedauert, bis ich mir mal einen richtigen Sattel besorgt habe. Beziehungsweise ich habe den sogar, glaube ich, nur gefunden, oder? Gewonnen? Irgendwie so. Also, ja. Das ist wohl, glaube ich, fast das häufigste gewesen, was Leute mir in die Kommentare geschrieben haben. Und ist auch vollkommen richtig, weil wie oft habe ich gesagt, ey, warum habe ich keinen Platz mehr? Aber, ja, wie gesagt, ich nehme halt viel im Voraus auf und dann... Ich meine, ich habe es dann irgendwann selber, bin ich da drauf gekommen, aber wie gesagt, wenn ich da 30 Folgen im Voraus aufnehme, dann dauert es natürlich, bis es irgendwie bei euch ankommt, aber das finde ich halt cool. Also solche Tipps könnt ihr mir immer wieder gerne reinschreiben. So ist gut. Alter, what the shit? Was war das denn jetzt? Warum? Wo ist mein Pferd hin? Warum slide ich da runter? Sag mal. Ja, die Musik ist auch so geil, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, aber wenn es abspielt, dann stelle ich mir einfach irgendwelche Elfen vor. Okay, komm, Leute, das machen wir nochmal kurz. Zeit zu sterben. Ein verfluchter Zauberer. So, jetzt die andere. Komm nicht so nah. Komm, zerplatze. Bam. Bam. Zack.
einfach so eine geile Bombe. Was soll ich dazu sagen, oder? Lies das Diebestagebuch. Oh shit, weiter, Leute. Aber ich glaube, es reicht trotzdem jetzt erstmal für die Folge. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob die Stiefel per Zufall besser sind. Nein, sind sie nicht. Natürlich nicht. Aber kann ja sein. Welches Level haben unsere Stiefel? Ist doch gar nicht so krass. Doch, Level 17. Ich dachte, wir laufen da immer noch mit Schund durch die Gegend. Okay, Handschuh Level 12. Das ist natürlich immer noch sehr, sehr low level, sagen wir mal. Unsere neue Rüstung auch Level 14. Das muss man sich mal reinziehen, mit was für einer Scheiße wir hier durch die Gegend laufen. Das krasseste ist das neue Schwert hier, das neue Silberschwert, Level 18. Auch selbst das ist 3 Level unter unserem Maximum. Unter unserem aktuellen Level. So meine ich das natürlich. Na gut, egal. Wir lesen beim nächsten Mal das Tagebuch. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Und habt ihr gesehen, wie hinten links der Bär einfach verschwunden ist, der zweite? Auch ganz lustig. Egal, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir hören uns. Haut rein. Tschüss.